alle wissen, dass wir deutschen Fahrer auf jeden Fall versuchen, einen Sprint irgendwo aus einer kleinen Gruppe zu erreichen. Und dann muss man natürlich die Beine dafür haben, um den Sprint aus dieser Gruppe oder aus dem Feld zu gewinnen. Mit John, der Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen hat, haben wir natürlich einen der besten Klassikerfahrer in Deutschland. Und dann verstehe ich natürlich auch, dass die Mannschaft für John fahren wird. Aber ich selbst denke auch, dass ich in der Lage bin, hier ein gutes Finale zu fahren. Und denke mal, dass wir dann beide auch professionell genug sind, um darüber zu reden. Wenn es sehr schwer wird, wird John da bessere Karten haben, einfach als einer der weltbesten Eintagesfahrer und halt auch auf schwerem Terrain gut zurechtkommt. Und kann mir aber nicht vorstellen, dass die beiden sich da ins Gehege kommen, dass dann im Endeffekt beide sprinten und irgendwie Sechster und Siebter werden. Das wäre natürlich nicht gut, aber Alpha-Tier sein heißt halt auch mal jemand anderen helfen können, und ich denke, das können die beiden auch. Ich denke, die Kombination von den ganzen drei Anstiegen ist auf jeden Fall eine sehr harte Kombination, und es wird mit Sicherheit kein Außenseiter ganz oben stehen. Ich denke schon, dass wir mit einem André Greipel, mit einem John Degenkolb zwei Top-Favoriten am Start haben, die wirklich in verschiedensten Rennsituationen auch wirklich um die Medaille mitfahren können. Ich denke nicht, dass es vermessen ist zu sagen, dass die Medaille das Ziel ist und auf jeden Fall das Ziel der Mannschaft ist.